Einen wunderschönen. Willkommen zurück zu Mafia 3, wo wir uns gerade um Tommy Marcano kümmern. Jetzt. Also ihn nicht, wie auch immer. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe. Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest du auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Das hab ich nicht verdient! Das hab ich nicht verdient! Nein! Sag ihm, Sarkos, auch was machen. Ey, hier kommen Leute! Hier ist noch einer! Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Ja. Ich sehe da hinten keinen. Wir haben keine. Was? Wir haben keine. Doch, haben wir. Wollte schon sagen. Komm. Und mal wieder tolle Musik. So. Na komm raus hier. Ich muss hier raus. Okay, wir gehen mal ein Stück dichter. Aua. Er ist hier drüben. Ach, jetzt lädt er auch noch nach. Komm, 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 komm. Ich gehe in die. Fertig. Okay. Mach das. Okay. Ich hab's gesehen, wie du es gemacht. Da drüben! Er schießt den Arsch endlich! Ey! Wow, 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 wow. Nimm die andere Seite! So was von erledigt, Junge. Okay. Scheiße! Ich lade nach! Hallo! Okay. Ich glaube. Wir kommen der Sache näher, da unten Sie sind wir. Stift und wirf das Ding! Ja, mach! Ich krieg dich! Alles ich geh in Deckung! Komm raus! Au, 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 au! Ich schieße! Was wolltest du? Ich bin nach unterwegs! Ich bin nach. Mein Mann verloren! Wir sind hier! Ich bin eingekesselt! Ja! Hier übrig bleibt, kriegen meine Hunde. Aber, jetzt wird's aber hier ein bisschen. Da unten ist er. Da unten, okay. Schauen wir mal. Oh. Du stirbst schon nicht. Da hinten stehen noch welche. Okay. Komm und hol mich! Jetzt nicht herkommen sollen. Sonst habe ich dich nicht so. Wow. Komm, Wichser, heißt der. Ich gehe in Deckung. Scheiße, Granate! Ja. Entstehen! Davon gibt es noch mehr! Ich komm hier nicht weg! Keine Munition mehr! Umgeh ihn! Oh. Teufel, ja! Oh, komm! Alles klar,
shit. Was? The Heim of the Ranch. Mist, ich hoffe, ich muss nicht von vorne alles machen. Das war aber jetzt... Hier rüber, erst hier drüben. So. Lass mich deine Innereien schicken. Halte diesen Schwanzlutscher in Schach. Ja. Dafür bin ich geboren. Ich kümmere mich um diesen Hurensohn. Oh. Mann! Ich geh in Deckung! Ja? Muss kurz Munition hier! Hier drüben! Okay, da drüben ist er. Mensch! Die ganze verdammte Gruppe! Ich geh in Deckung! Unser Blut wurde vergossen! Unser! Aber nun gut, sollen sie halten wie ein Dachdecker? Ich glaube, er ist schon lange weg. Vielleicht hat er kehrt gemacht. Genau. Ich halt woanders nach. Ja. Der Wichser hat ihn kalt gemacht. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach ins Feuer gelaufen, die Sau. Der ist einfach ins Feuer gelaufen. Wie kann man so blöd sein? Liebe KI, wie kann man so blöd sein? Hier drüben, ihr Flachwichser! Komm, komm! Ich bin noch hier, du Wichser! Ja, ich weiß. Komm raus. Ich steck hier fest, Leute! Okay. Ich glaube, jetzt können wir die Straße gefahrlos erreichen. Ich reiß dich in Stücke! Oder auch nicht. Da! Schnappt ihn euch! Erfüllt unsere ganzen Leute! Ich bin eingekesselt! Ich brauche Hilfe! Keine Munition mehr! Schnapp ihn dir von der anderen Seite! Boah! Für das, was du hier getan hast, bezahlen! Okay. So! Meine Lieben! Eine schutzsichere Weste wäre nicht schlecht, aber nun gut. Man kann nicht alles haben. Ich glaube, das Auto da vorne ist unsers. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Tschüss. Wieso kann ich... Wieso kann ich gerade nicht fahren? Oh. Wieso kann ich nicht fahren? Oh, toll. Auto im Eimer. Na super. Oh, ist das eine Scheiße. Oh. Ich habe ein kaputtes Auto. Komm, das schaffen wir! An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Oh. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Was soll ich jetzt machen? Mann. Erledige Thomas Burke, erledige Tommy Marcano. Entkomme aus dem Gebiet. Das ist das grüne Gebiet, okay, das schaffen wir auch noch. Das hätten wir jetzt auch geschafft. Wow. Wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat? Hab ich vergessen. Lincoln hat mir mal gesagt, auch wenn er die andere Wange hinhält, würde das in dieser Welt nichts verändern. Ich habe über 40 Jahre lang versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe mir in die Tasche gelogen. Die Realität sieht anders aus. Mitleid ist ein Zeichen von Schwäche. Aber Geldgier eine Tugend.
Die Armen gelten als moralisch korrupt, während jeder Exzess der Mächtigen gefeiert wird. Wir schicken junge Leute in den Tod. Und wofür? Damit irgendjemand noch ein bisschen reicher wird? Lincoln hatte recht. Er hatte von Anfang an recht. Es wird nie wieder einen geben wie Dr. King oder Bobby Kennedy. Aber es wird immer wieder einen Sal Meccano geben. Oder einen Sammy Robinson. Ja, und auch einen Lincoln Clay. Die Menschheit ist grausam und brutal. Recht hat er. Recht hat er. Ja. Gut. Wir verteilen wieder. War's das jetzt? Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Jeder spielt hier sein Spiel, Bruder. Aber mal ehrlich, ich sollte das letzte Territorium für dich verwalten. Und Läden hin oder her lenken. Du weißt, dass ich das Tagesgeschäft besser führe als die anderen zwei. Ist mir alles zwei? Klar, aber wenn du ihn mir trotzdem gibst, nehme ich ihn. Ich halte zu dir. Dabei hätte ich dich einfach an Meccano ausliefern können. Loyalität. Erhöhte Gesundheit. Diese Stadt gehört uns, Lincoln Clay. Burke? Wir sind doch in Kriegszustand mit Burke. Entscheide dich richtig, dann mache ich dir einen Teller frische Bucatini. Bleib bei deiner Linie, Lincoln. Ach komm, Vito. Hier geht ein Skelett. Danke dir. Mein Leben lang wurde ich immer von irgendeinem Arsch ausgenutzt. Aber was wir hier machen, hat Zukunft. Uns wird so schnell keiner mehr verarschen. Genau. Hör mal kurz zu, ich hab dir was zu sagen. Wir wussten, dass das nicht leicht wird. Und dass wir wahrscheinlich unterwegs Verluste verkraften müssen. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch planen, wie wir das Erreichte sichern. Mann. Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe, dass mal einer zu seinem Wort steht? In meinem ganzen Leben bist du, Lincoln Clay, der erste Motherfucker, der das wirklich gebracht hat. Danke. Das war erstklassige Arbeit. Hätte selbst nicht besser hingekriegt. Wahrscheinlich. Ich weiß, es war hart, Burke zu verlieren. Aber manche Leute tun alles, um sich selbst jede Chance auf ein bisschen Glück zu versauen. Du hast getan, was du konntest. Ich geb's zu. Ich hatte Zweifel, aber das ist vorbei. Du hast alles gehalten, was du versprochen hast. Es ist toll, dass ich hier mitmachen kann. Ihr zwei müsst eure Scheiße klären. Das ist nicht die Cassandra und Vito Show. Wir müssen am gleichen Strang ziehen. Es dauert nicht lang, dann kommt jemand und versucht uns hier rauszudrängen. Genau. Jetzt sind wir noch besser drauf. 4 Balken! Yay! Aber wir kriegen kein Auto mehr, ne? Oder? Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Verflucht! Halt mich aus dem Scheißdreck zwischen dir und Burke raus. Ich wusste es. Auf die eine oder andere Weise. Dann können wir quatschen. Ist klar. Wir klauen mal von irgendeinem das Auto hier. Verloren. Okay. Wir schauen mal kurz, weil wir verlieren jetzt hier einiges. Aber wir müssen Thomas... wir müssen ihn... Ach du heilige Harry, wir müssen ihn erledigen. Das ist natürlich scheiße. Und natürlich müssen wir hier erstmal durch die halbe Stadt fahren. Das ist natürlich doof, aber was will man machen? Das ist jetzt der Bestandteil. Also wir hätten uns wahrscheinlich um einen immer kümmern müssen. Ich gehe mal davon aus, also das werde ich mir später mal durchlesen, ich gehe mal davon aus, dass wir nicht hätten alle drei durchschleifen können. Wir hätten mindestens einen immer erledigen müssen, vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie man das macht. Oder sogar alle, aber nein, wir brauchen ja die anderen Unterbosse, damit wir das überhaupt halten können. Weil wir haben ja nichts. Ich meine, was haben wir denn? Wir haben doch gar nichts. So, also, ist jetzt die gute Frage.
Warum müssen die Geheimverstecke immer so weit weg sein? Au. Und uns immer irgendwelche Autos im Weg stehen. Er will meinen Tod. Er ist schon da. Er ist fährt hinter uns. Komm raus. Komm raus. Ich hoffe. Hier ist jetzt jedenfalls ein Trupp gerade unterwegs. Ich hoffe. Granate im Anflug! Der schwarze Mann hat schon wieder einen geholt. Ich glaube, wir haben. Oh. Okay. Ich kann meine verschissene Gewerbe sehen. So, ich glaube, das war ein kurzer Aufenthalt hier. Ey. Oh, fällt da einfach mit Leichen rüber. Radio aus. Gut, und nun, hier müssen wir schnell hin. Ich glaube, die Folge machen wir so lang, bis wir den haben, oder? Weil ich möchte jetzt hier auch an der Stelle nicht großartig schneiden, sondern sonst dauert das alles so lange. Gegebenenfalls spult ihr jetzt einfach ein paar, 1, 2, 3 Minütchen vor. Und dann sind wir mit Sicherheit auch dann bei Burke angekommen und können uns dann hoffentlich der letzten Hauptstory-Mission kümmern, die dann Sal Meccano heißt. Oder noch seinen Zwischengehilfen, der uns die Kugel verpasst hat, der ist ja auch noch da. Das heißt, das wird sich noch ein bisschen ziehen, nehme ich mal stark an. Aber vielleicht kriegen wir dann auch endlich wieder unser Auto. Also, dass wir das zuliefern lassen können. So. Ja, wir kommen dichter. Oh. Das war so nicht geplant. Aber nur gut. Ich hoffe, es kommt hier kein Krokodil. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Ganz ehrlich, ich dachte, das wäre eine Abkürzung. So, komm. Du komm. Och, komm. Wieso kommt man hier nicht hoch? Ah, okay, so. Weiß ich nicht. Ich gehe einfach lang. Du standest im Weg. Pfoten weg. So. Ah, hier ist der Story-Auftrag. Ein Blick in den Spiegel. Shit. Hier hat das keinen Sinn. Er hat mich in die Enge getrieben. Das Monster, die arme Sau. Ja, die arme Sau. Hier ist. Das ist gut. Ja. Tja. Burke wollte ja alles allein machen. Er ist tot. Da ist der verlogene Drecksack. Der verlogene Drecksack. Wow, wow, wow. Wer feuert? Okay. Doch, da kommt von da hinten kommen Geräusche. Wusste es. Muss mich ducken.
Na komm. Da kommen auch welche. Na komm. Das sind die, die mir nachher im Rücken hängen, weißt du? Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Na. Oh, oh. Mann. Und da ist Thomas Burke. Ich glaube, er ist jetzt nur noch ganz alleine. Da ist der verlogene Drecksack. Ich gehe nicht allein von... Oh Gott, verdammt. Gott, verdammte Scheiße nochmal. Ja, du schießt echt gut. Tja. Muss ich dir lassen. Es hätte so nicht kommen müssen, Burke. Ich weiß, wer ich bin, Kumpel. Und was ich bin. Du schaust in den Spiegel und suchst den Mann, der du sein solltest. Und hoffst, wenn du einen Funken von ihm findest, dann kannst du vielleicht alles nochmal rumreißen. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Du kannst reinsehen, solange du willst. Immer wieder starrt der gleiche verdammte Idiot aus diesem Spiegel heraus. Was soll ich Nikki sagen? Die Wahrheit. Sie wird vermutlich nicht besonders überrascht sein. Sie ist jetzt ganz alleine. Du weißt, was das heißt. Vielleicht besser als irgendwer sonst. Versprich mir, dass du dich um sie kümmerst, ja? Pass auf sie auf. Sie hat es wirklich verdient. Du hast mein Wort, Burke. Ich ruhe mich nur etwas aus. Krass. Burke, eigentlich wollte ich das überhaupt nicht, aber was will man machen? Erledige Marcano. Ist der nächste Story-Auftrag. Ich glaube, so langsam. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Es war doch schon, wie soll ich sagen, es war doch ein bisschen, also das ging gerade ein bisschen nah. Also jetzt nicht so von wegen Tränen in den Augen, aber das ging ganz schön nah, also... Ja, muss man schon sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Firefox.